Moin, ihr wollt also lasern lernen. Wir haben uns überlegt, wie können wir euch das am besten beibringen und wir wollen gerne ein paar Sachen zur Lasersicherheit sagen. Und der relevante Punkt ist eigentlich nur, wir wollen dafür sorgen, dass ihr euch nicht verletzt und wir wollen nicht, dass ihr das teuerste Gerät, was wir hier im Space haben, kaputt macht. Also gibt es so ein paar Dinge zu beachten. Ich erzähle euch erstmal, was wir hier haben. Wir haben einen Flux Hexa. Das ist ein CO2-Laser, der hat eine 60 Watt Laserröhre und was man damit machen kann, ist Dinge gravieren oder schneiden. Der hat eine Arbeitsfläche von, die ich hier angezeigt habe, 73 x 41 cm. Das sind die Werkstücke, die ihr da reinlegen könnt. Das kann aus verschiedenen Materialien sein, zu denen ich gleich noch was erzähle. Das Werkstück kann maximal 12 cm hoch sein. Das bedeutet aber nicht, dass ihr auch 12 cm durchlasern könnt. Das Gerät kann nämlich ungefähr 1 cm Materialstärke durchschneiden, aber auch nur unter Idealbedingungen. Das heißt, wenn man irgendwie so ein MDF hat oder so, kann man das damit durchschneiden, muss aber dann auch dreimal darüber gehen. Dafür gibt es Voreinstellungen in der Software, die für die verschiedenen Materialstärken was sagen. Getestet haben wir das mit verschiedenen Materialien hier im Space schon. Dafür haben wir auch teilweise hier schon so Materialprüfkarten gemacht. Die könnt ihr euch gleich mal ansehen. Da sieht man dann, was die verschiedenen Laserstärken mit dem Material machen. Die werden noch erweitert, das heißt, in den nächsten Wochen kommen da noch einige dazu. Das Material ist schon hier, wir müssen nur noch die Prüfkarten herstellen. Das heißt, wenn Leute sich das jetzt hier im Video angucken würden, ist dieses Material hoffentlich schon da. Üblichste Anwendungsfall sind meistens so MDF-Platten, irgendwelche Sperrholzplatten oder Acrylglas. Und in den meisten Fällen muss man dann darauf achten, dass man Acrylglas zum Beispiel verwendet, was die richtigen Eigenschaften hat. Das heißt, es gibt sehr viele chlorhaltige Acrylgläser. Diese sind nicht zum Lasern geeignet, weil sie unter diesen hohen Temperaturbedingungen giftige Gase erzeugen. Wir haben zwar eine Filteranlage und wir haben einen Abluft. Das sorgt aber nicht dafür, dass alle diese Gase dabei austreten. Zusätzlich sorgt es bei den meisten dieser Gläsern zusätzlich auch noch zu extrem viel Schmutz und Verschmutzung. Und zum Beispiel kann es passieren, dass dieses Acrylglas sich auflöst, Fäden bildet, die überall kleben bleiben und dann teilweise das Ganze verstopfen. Was genau an diesen Materialien, welche Materialien genau funktionieren, stehen zum Teil bei uns schon im Wiki. Zusätzlich auch noch in der Anleitung, die haben wir hier einmal physikalisch, die liegt immer beim Laser in der Schublade. Und zusätzlich noch online, die ist auch bei uns im Wiki verlinkt. Und wir haben auch noch eine weitere Quelle verlinkt, wo nochmal andere Makerspaces, Fablabs etc. dafür gesorgt haben, dass sie praktisch Erfahrungswerte aufgeschrieben haben, welche Materialien funktionieren, welche nicht. Sehr wichtiger Punkt dazu, auch mit dem ich schon beim anderen Laser schlechte Erfahrungen gemacht habe, praktisch kein Acrylglas, kein Plexiglas-Klon oder ähnliches aus irgendwelchen Baumärkten hier in Lübeck ist geeignet, um gelasert zu werden. Die sind alle chlorhaltig, die machen alle Dreck, die sorgen alle dafür. Das heißt, wenn ihr irgendwie Acryl machen wollt, ist es meistens der Fall, dass man es eher bestellen muss. Da gibt es Händler und wir haben auch ganz viel Material hier von verschiedenen Händlern, die dementsprechend geeignet sind. Das Zeug ist auch nicht so teuer, dass man sagen würde, das kann man sich nicht leisten. Man muss dann auf das Schlechte gehen und das nochmal machen, aber es lohnt sich. Viele Materialien lassen sich nur gravieren und nicht schneiden. Dazu gehören sowas wie Stein oder bestimmte Glassorten oder zum Beispiel auch beschichtete Metalle, zum Beispiel Aluminium. Zum Beispiel so ein typisches Laptop-Aluminium ist meistens behandelt und lässt sich zum Teil gravieren. Das muss man aber dann nochmal jeweils für das jeweilige Material prüfen. Wer jetzt unbedingt sein MacBook gravieren möchte, sollte nochmal ganz klar sich informieren, ob das möglich ist. Viele dieser Metalle müssen dann auch vorher behandelt werden, da gibt es extra Lösungen für. Aber wenn es da Fragen gibt, kann man auch gerne nochmal gemeinsam da recherchieren. Hier gibt es nochmal die Anzeige, wie das mit dem Acrylglas funktioniert oder wie das Ganze in der Anleitung aussieht. Hier sind zum Beispiel verschiedene Stoffe. Klassisches Acrylglas sollte eigentlich ohne Probleme schneidbar sein. Polyvinylchlorid ist auch etwas, was man praktisch als Acrylglas-Variante bekommt, nicht nur als so wie dieses Lederimitat. Das erzeugt dann, wie gesagt, diese Chlorgase. Hier sieht man nochmal diese Testcharts, die wir gemacht haben. Die wollen wir für
viele Materialien machen. Das heißt, wenn ihr irgendwie ein neues Material habt, irgendwas, womit ihr Laser schneidet und jetzt euch überlegt habt, das ist ein cooles Material, aber das ist noch nicht hier in unserer Kartei, in diesem lustigen Kästchen, könnt ihr euch überlegen, ob ihr vielleicht so eine Karte einfach mal mit dem Material macht und dazu tut und vielleicht hinten drauf schreibt, woher ihr es habt und ob es gut funktioniert und so weiter. Das würde dafür sorgen, dass wir halt hier von allen Leuten, die lasern, ein bisschen was lernen können. Bei so klassischen MDF oder irgendwie einem Birkensperrholz oder Kieferfurnier oder so, das werden wir wahrscheinlich hier drin haben. Das lässt sich in der Software relativ leicht erzeugen. Da habe ich hier so einen Screenshot drin, der ist aber auch nochmal im Wiki verlinkt. Zu eurem eigenen Schutz. Ein Laser ist der Laser selbst ist nicht sichtbar, aber ist schädlich für eure Augen. Das bedeutet, dieser Laser darf niemals ungeschlossen betrieben werden. Und das macht der Laser einem auch sehr schwer. Da gibt es einige Schutzvorrichtungen, dass er gar nicht ohne die Klappe praktisch bedient werden kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie verschiedene Sachen daran macht oder versucht, das irgendwie zu umgehen, weil das Material nicht reinpasst, bitte lasst es. Es ist nicht nur schlecht für den Laser, es ist auch schlecht für euch. Also immer Klappe zu. Was zusätzlich noch relevant ist an zusätzlichen Sicherheitshinweisen, wir haben dieser Laser hat nicht nur eine eigene Abluft, sondern auch eine Filteranlage. Die haben wir dort mit angebaut. Das heißt, die Laserabluft geht vom Gerät selbst in den Filter und dann aus dem Filter raus in die Hausabluft. Das heißt, in die Hausabluft kommt auch nur bereits gefilterte Luft. Das heißt, die meisten Schadstoffe sollten da bereits raus sein. Das heißt, wenn ihr hier vorm Haus entlang geht, müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr irgendwie die Laserluft atmen müsst. Deshalb ist relevant, dass ihr immer darauf achtet, dass die Filteranlage auch tatsächlich angeht, wenn der Laser den Betrieb aufnimmt. Das Ganze ist verbunden mit einer Master-Slave-Steckdose. Das bedeutet, wenn der Laser eine bestimmte Menge an Strom zieht, meistens sobald er schneidet, geht diese Filteranlage automatisch mit an. Achtet drauf, es ist nicht schwer drauf zu achten, denn das Ding wird laut. Und hier an dieser Stelle, hier links, wo diese mehreren Punkte sind, fängt er auch an zu leuchten. Also wenn der Laser schneidet, kurz darauf achten, dass das Ding auch angeht und dann erst loslegen. Im Fall von einem Brand, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Material nicht geeignet ist oder dass ihr zu stark den Laser eingestellt habt, das Material zu dick ist oder ähnliches, dass irgendeine Art von Feuer entsteht. Also immer sich im Klaren sein, wo steht ein Feuerlöscher, wo ist eine Löschdecke. In dem Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt erst die Löschdecke und löscht praktisch den Brand, der an Material im Laser entstanden ist. Wenn das nicht möglich sein sollte, gilt immer, schützt erst zuerst euch, dann das Gerät. Das Gerät kann allerdings durch den Feuerlöscher Schaden nehmen, mehr als durch die Löschdecke. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt zuerst die Löschdecke. Wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, ist alles gut, um solche Brände dementsprechend zu löschen. Wichtigster Hinweis noch, wenn irgendwas nicht läuft, es gibt einen Notaus am Laser, der ist gelb gekennzeichnet, der ist auf der rechten Seite. Den müsst ihr ausschalten, wenn irgendwas passieren sollte. Wenn ihr den gedrückt habt, geht das ganze Gerät aus. Es sollte nichts mehr weiter geschnitten werden. Wenn ihr die Möglichkeit habt, also erst den Notaus betätigen, dann den Brand löschen, damit nichts weiter passiert. Wenn alles gut läuft und ihr die Klappe öffnet, falls irgendwie ein Feuer im Laser entstanden sein sollte, sorgt das dafür auch, dass der Laser ausgeschaltet ist, aber man kann ja nie wissen, was irgendwo beschädigt wurde. Also bestenfalls erst ausmachen und löschen. Wenn das nicht möglich sein sollte, einfach nur löschen. Das war's zu unserer kurzen Sicherheitseinweisung. Alle wichtigen Informationen stehen zusätzlich noch auf der Webseite. Unter der Werkstattkategorie findet ihr eine extra Unterseite für den Laser. Da sind alle diese Informationen, die ich euch jetzt gerade genannt habe, nochmal drauf. Und jeder, der den Laser benutzt, unterschreibt uns auch einen Zettel. Das ist eines der wenigen Geräte, für die man eine Einweisung braucht, unter anderem, weil es teuer ist und weil ihr euch damit und andere vielleicht damit verletzen könntet. Daher machen wir eine Einweisung, dass ihr das alles verstanden habt. Das steht alles auf dem Einweisungszettel drauf. Könnt ihr alles nochmal nachlesen.